Zu der finalen Episode von Siren Blood Curse hier bei Mugen Mods Mo. Ich freue mir sehr, weil es ist endlich soweit. Wir haben die letzte Episode erreicht von Siren Blood Curse. Und das heißt, das Spiel ist dann zu Ende. Das ist ein bisschen traurig, aber so ist das Leben. Nun gut, je nachdem, wenn ihr möchtet, dann, nein, das stelle ich am Ende der Frage. Ich komme jetzt erstmal aufs Archiv zurück, denn ich habe da zwei Sachen vergessen, beziehungsweise muss noch zwei Sachen nachtragen, die ich nicht, die ich vergessen habe nachzutragen, weil, ja, das Ganze abgeschmiert ist. Jetzt muss ich gerade nochmal kurz gucken, wo das war. Nein. Ah, da ist das Diktiergerät, genau. Das haben wir bekommen, als wir kurz Sam Monroe gesehen haben. Dieses tragbare elektronische Gerät wandelt analoge Audiosignale in digitale um die im Speicher des Geräts aufgezeichneten und später erneut abgespielt werden können. Sam trug es immer bei sich, um Vorlesungen aufzuzeichnen oder Beobachtungen festzuhalten, die er im Laufe seiner Feldforschung gemacht hatte. Momentan befinden sich mehrere Audiodateien darauf, die sowohl Sams Taten, nachdem er von Zoll gerettet wurde, erklären, als auch ein paar seiner Theorien darüber, was hinter den Ereignissen im Dorf stecken könnte. Und die werden wir uns jetzt anhören. I never thought being clumsy would pay off. Ironically, thanks to my untimely fall from the cliff, I managed to escape from those things. I hope Sol is all right. But I can't think about that now. I need to find Bella. I heard her calling for help, but where could she be? What is this place in Bella's picture? Could it really be somewhere in this town? And what relation does it have to those monsters? It looks like a nest. But if they're building a nest, does that imply that they have a type of hive intelligence like bees or ants? Why would they need a nest, and what could they be hiding in there? I've studied folklore and mythology my whole life, but never in my wildest dreams did I ever imagine any of it to be real. The events recorded in this holy book mirror our current situation so accurately that I'm beginning to doubt my own beliefs. If all of these predictions are to come true, I must stop it. Und von welchen Prophezeiungen er redet, werden wir jetzt uns nochmal anschauen, und zwar in dieser heiligen Offenbarung, da haben wir ja theoretisch eigentlich schon die Bilder gesehen, aber wir können jetzt nochmal von Seite 1 ausgehend, um nochmal alles zu revidieren. Seite 1, eine geheime Zeremonie fand statt. Doch ein Dieb tauchte auf und riss die Opfergaben an sich. Die Opfergabe ist Miyako, der Dieb muss Howard sein. Und der Typ, der das vollführt, ist Saigo Saiger. Die nächste Seite. Der höchste der Götter war zornig und ein gewaltiges Beben erschütterte die Erde. Da sehen wir auch Melissa im Vordergrund und Sam Monroe, glaube ich. Und da hinten vielleicht Soul, weiß ich nicht. Upsala, Entschuldigung. Nächste Seite. Rotes Wasser ergoss sich ins Land und die Toten begannen sich zu erheben. Ja, das ist das Ito-Haus. Das verfluchte, blöde Ito-Haus. Und dann hier. Das Opfer wurde zurückgebracht und eine gewaltige heilige Flamme reinigte den Dieb. Da sehen wir Amana, Miyako, Howard, der da brennt und gereinigt wird. Und die letzte Seite, die wahre Zeremonie fand statt. Die Furcht wurde dargebracht. Und der Erlöser erwachte. Dieses eklige Vieh, was wir in der letzten Folge gesehen haben. So, so viel dazu. Ich werde gleich die Episode starten. Ich muss erstmal hier überall raus. Und freue mir, wie gesagt, einen Schnitzel. Ich weiß selber ja nicht mehr ganz genau, wie alles war. Und freue mich auf die Auflösung des Ganzen. Und hoffe, ich kann euch damit unterhalten. Wie dem auch sei, viel Spaß wünsche ich euch in der letzten Episode hier bei mir. Change comes sometimes before the battle. Be gone.
I'm afraid you can't get rid of me that easily. So it was you who stole the fruit. It was only a small piece. No! Strike für Saigo Saiga. Ja. Siren Blood Curse. Simon Howard. Hey. Wake up. Where's Bella? Hey! Damn it! Hey, what's your name? Howard Wright. My name's Sam Monroe. If you see my Bella again, please make sure she's okay. Wait, you're Sam Monroe? So you're the one who sent me the message. I don't know what you're talking about. Bella? Bella! Düdüm. Ins Archiv, Nachricht von Sam Monroe. Wer sind wir denn jetzt? Sam? Ja, wir sind Sam Monroe, der 5. August. So weit waren wir, glaube ich, nie. Und wir sind im Shibito-Nest in dem Kern. Das ist 2.14 Uhr. Entdecken Sie die Wahrheit, ist unser Missionsziel. Die Wahrheit. Die Wahrheit können Sie doch gar nicht ertragen. Wow. Oh nein. Die Ex-Wife. Uah, eklig. Alter. Sie hat eine Sache geworfen, wir waren tot. Okay, noch einmal. Erstmal hier irgendwie entkommen. Aber hinten war gar kein Weg weiter weg, deswegen wusste ich gar nicht, wo ich nicht laufen soll. Okay, nochmal. Ah. Oh. Scheiße, wir müssen da rein. Nein, wir müssen da rein. Fuck you. Lauf doch mal durch jetzt. Ah, Schraubenschlüssel. Oh, kurz mal sammeln, sonst haben wir ein kleines Problem. Ziel, dringen Sie tiefer in das Shibito-Nest ein, entkommen Sie der Maden, Shibito. Ist die Frage, wie wir dem entkommen sollen, einfach durch, einfach laufen, oder was? Komm schon, ah, das ist natürlich zu die Tür. Das heißt, wir müssen hier, glaube ich, fuck ja. Ich hau hier einfach mal ab. Vielleicht sollten wir einfach mal gucken, wo das Ding hinluckt. Können wir dem vielleicht leichter entkommen und so weiter. Das ist erstmal hochgeklettert. Das ist zu unserem Vorteil. Oh Gott im Himmel. Fürchterliches Tier. Das sucht auch nach unserer Tochter und wir sind ihr einzigster Vormund. Wir müssen Bella retten. Auf jeden Fall. Fuck, 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 es hat uns gesehen. Schnell, wir müssen uns beeilen. Wir müssen hier irgendwie hoch oder raus oder was auch immer. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll. Ich habe da zwar gesehen, dass ich da hochklettern kann, aber ich komme da nicht hoch. Weil ich habe den Gang da nicht reingefunden. Ach so, okay. Der ist hinter der Wand. Ich muss einfach mal ein bisschen weiter laufen. Das ist ein bisschen problematisch hier. So, jetzt komm. So, jetzt haben wir es. So, jetzt. Hier kommen wir hoch.
Fuck, 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 wieso geht's denn nicht weiter? Ah, doch, hier geht's hoch. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, fuck, wo sind wir denn? Wow, das war knapp. Wir müssen das aufschließen. Das heißt, wir müssen wieder rumdrehen, wie Wahnsinnige. Ah! Ah! Hilfe! Wir müssen hier wieder irgendwie runterklettern. Erstmal verstecken wir uns hier. Vielleicht hat das Ding ja mal kurz das Interesse von uns verloren. Ja, hat es. Oh Mann, diese Orientierung hier ist echt mistig. Nein, ich will nicht runterklettern, ich will hoch. Okay, okay, ganz, ganz ruhig. Das Ding steht da. Wir müssen ja schließlich irgendwie das versuchen aufzuschließen. Was ist da oben? Wer ist das? So eine Spinne? Das Ding soll runtergehen. Sonst komme ich da nicht an die Tür ran. Wir können ja mal kurz gucken, wo ist die? Also einfach nur geradeaus, da ist die Tür. Das Ding läuft hier rum. Verdammte Scheiße. Jetzt ist es genau da, wo wir hin müssen. Befürchte ich. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Schließ das auf. Ich hab dein... Das ist auch meine Tochter, du. Gehässiges Vieh. Komm, schließen, schließen, schließen. Um Gottes Willen, das war knapp. Das war so knapp. Okay. Boah. Wir haben es erstmal geschafft. Das Gute ist, wir haben eine Waffe. Hier ist das Vieh, glaube ich, was da gesehen wird. Da oben sind auch noch irgendwelche Viecher. Oh Gott im Himmel. So, was? Das ist das, was da oben rumläuft. Eins. Da oben läuft auch noch was rum. Da läuft was rum. Momentan ist es das, was da rumläuft. Glaube ich. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Schieben wir das? Ich weiß, das bringt zwar nichts, weil ich das falsch geschoben habe. Aber wir haben es ja schon mal mit Howard dahin geschoben. Jetzt machen wir es eben mal mit Sam. Oh fuck im Himmel. Das miese Vieh versucht uns zu kriegen. Wo müssen wir hin? Ich hab die Orientierung. Ach, wir sollen dem einfach nur entkommen. Das heißt, wir müssen irgendwie auf diesen Aussichtsturm kommen. Okay, hier kann man irgendwie rüber. Meh. Fuck. Fuck, schon wieder. So, jetzt Schluss. Nein, oh fuck. Das war ein Trick von den beiden. So ein Mist. Naja, kommt vor. Jetzt machen wir es aber auf jeden Fall besser. Und ich halte den Atem weiter an. Wir sind, glaube ich, wahrscheinlich jetzt hier oben. Genau. Wir müssen jetzt hier vorsichtig sein. Das letzte Mal haben wir so viel Lärm gemacht, dass wir bemerkt wurden. Jetzt gehen wir hier mal vorsichtig durch. Dann werden wir nicht bemerkt. Und dann können wir nämlich das hier immer noch hinschieben.
Das überspringe ich mal kurz. Die Animation haben wir ja schon gesehen. Davon. Mist. Jetzt sieht uns natürlich das Vieh. Versucht uns zu bekommen. Wir ignorieren das mal freundlicherweise. Okay. Wir müssen jetzt hier schnell uns beeilen. Komm schon, wir haben es geschafft. Vorschlaghammer nehmen wir natürlich. Der ist nämlich besser. Und jetzt klettern wir. Kletter, kletter, kletter. Oh Mann, ich kann nicht runtergucken, das ist voll doof. Was? Schalten Sie die magische Bito aus. Spießen Sie die magische Bito mit Antennen auf. Wow, 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 fuck you. Entschuldigung. Hat nicht funktioniert. Komm schon, steh auf. Wir müssen von ihr entkommen. Oh, fucky fuck. Wo soll ich denn hin? Aha! Okay, hier komme ich hoch. Hier komme ich hoch. Etwas Glück. Ich muss jetzt nur eine Antenne finden. Okay, hier geht's noch weiter. Hier oben muss es Antennen geben. Ich kann aber keine davon nehmen, oder was? Wow. Komm her. Mann, schon wieder daneben geworfen. Das gibt's doch nicht. Komm, ich brauche noch eine Antenne. Warum kann ich mich denn damit nicht bewegen? Komm schon. Ey, wie oft habe ich das schon daneben geworfen jetzt? Mann, hier waren so viele Antennen. Und jetzt sind sie alle weg, die Antennen. Manu. Ja, und die kann ich nicht nehmen, oder wie? Ah, du verdammtes Biest! Kann ich mal rufen? Mal gucken, ob ich ja sie treffen kann. Nein, natürlich nicht. Sie soll mal herkommen. Mann, ey, komm her, Schlampe. Ja, jetzt habe ich die Antenne gerade wieder hingeworfen. Okay. Komm her. Ich sehe, dass du hinten bist. Du kannst auch hier nach vorne laufen. Das wirst du wahrscheinlich auch tun. Und dann kriegst du eine verdammte Antenne ab. Endlich mal. Eine zweite. Yes. Getroffen. Aha. Komm schon. Hier sind noch ein paar Antennen. Nein. Nehmen. Guckst du denn hin? Die war doch... Wo war die denn jetzt? Hallo? Die war doch hier. Wo ist sie denn jetzt hingelaufen? Na toll. Irgendwo, wo ich sie nicht sehe. Verdammt, der Sch...
Dass uns kein Blitz trifft, das ist schon wunderlich. Wahrscheinlich brauchen wir extra ein bisschen mehr von dem Zeug. Und dass ich eine Antenne nicht nochmal aufsammeln kann, ist auch ein bisschen dämlich, finde ich. Okay. Da läuft sie. Vielleicht. Naja, hat nichts gebracht. Dann müssen wir mal runter irgendwie. Komm, bleib stehen. Yes, 3.